Telefon geht. Oh, gut, dass du so etwas machst. Ja, so, ich muss ja zur Fabrik am Planeten fliegen, dort was für den Warp-Zoo bekommen. Okay. Für den Warp-Zoo bekommen. Brauche ja 10 Minuten mit Hyperantrieb bis dahin. Okay. Wenn der Moderator brauchst, melde dich bei mir. Okay, gerne. Ja, klar. Gerne. Können wir mal privat mal schreiben oder was? So, was haben wir hier? Achso, wer ist eigentlich alles noch da? Die sind wahrscheinlich alle eingeschlafen, die anderen, oder? Ich weiß es gar nicht. Wer ist denn alles noch? So. Ach, guck mal, Kubus ist auch da. Aha. Jukien 91 ist auch noch da. Aha. Finsternis 2010. Hallo. So, ja, so, dann spiel ich. Ich trinke mal einen Schluck. Ja, Prost. Bin ich froh, dass ich nicht schon ein paar mehr Bier getrunken habe. Ich trinke ja kein Bier. Wasser aus der Braunflasche, Entschuldigung. Dafür nur eine. So, dann spielen wir mal weiter. Alter Schwede. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Jetzt kommen wir mal wieder zum Zocken. Kommen wir mal wieder zum Punkt. Ich habe das Telefon hier liegen, falls es nochmal klingeln sollte. Damit ich es ein bisschen besser höre. Ich war froh, dass ich es gehört habe. Muss in die Fabrik und das Antimaterie-Rezept holen. Ach so, okay. Ach so. Ja gut, manchmal sind die Piraten ganz schön forsch. So, wir wollen erst zum Monolith, genau. Und da eventuell hin. Ich entsinne mich. Ja, wie gesagt, ich habe diesen Warp-Antrieb gemacht und seitdem, ich sag mal, habe ich jetzt einen Planeten gefunden. Also Sven, bin ich jetzt erstmal dabei, erstmal den zu erkunden und so und tralala. Und dann mache ich nochmal so ein bisschen hier, oh, Mutsuna-Sumpf. Und dann mache ich halt diese Mission weiter. Bin da, Prost. Hallo ASV-Fan, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. So. Hier können wir da speichern. Das machen wir mal. So. Aber dass der Stream auch läuft noch weiterhin, das ist schon echt, Pizza Fionat! Ich grüße dich! Willkommen zur Let's Play Live Show. Alter! Pizza Fionat. So, hier brauchen wir wieder einen Cortex, einen Überrückungsschip. Den werde ich mir mal, glaube ich, mal bauen. Dann können wir hier mal einen Lichtpunkt wieder machen. Tipp gegen die Piraten. Nehmt die Laser im Raumschiff her. Das hilft immer. Okay, ist ein guter Tipp. Ich will mir mal merken. Ach so, und bitte für die Leute, die jetzt hier im Stream reingekommen sind oder sonst irgendwie Leute, bitte nur so Tipps geben. Ja, nicht mach mal so, mach mal so, mach mal so. Boah, ich mag das nicht. Ich mag halt gerne Tipps geben, nehme ich auch gerne an, ja. Aber es gibt immer so Leute, weißt du, es gibt immer so Leute, die schreiben da in den Chat, ey, du musst das so machen. Du musst das und das sammeln und das und das sammeln und dann hast du das und das und das. Hallo, ich will mir Zeit nehmen für dieses Spiel. Ich möchte mir Zeit nehmen, ich möchte einfach es genießen. Ja, möchte mich auch zu nichts drängeln lassen. So. Laser ist alles kaputt, habe nur noch Photonen. Da musst du erst den Laser reparieren. Du kannst doch nicht unbewaffnet ins Weltall fliegen. So, verringert den Rückstoß des Blitzwerfers beim Feuern. Das klingt spannend. Wir müssen unbedingt auch eine bessere Waffe kriegen. So, Gesundheit auf Maximum. So, und jetzt wollten wir. Das ist schon wieder ein Monolith. Oh Gott. Monolith? Wo wollten wir denn hin? Signal? Oh Gott, ich habe vergessen, wo wollten wir denn? Was ist das denn da? Unterschlupf. Und da ist auch eine Höhle. Dann gehen wir mal da lang. Wenn Flexi fragt, dann antworten wir. Was? Nein. Nein, es geht einfach darum, weißt du, es gibt immer so Leute, wenn man so ein neues Spiel anfängt, es gibt immer Leute, die wissen immer sofort alles. Das Spiel ist gerade mal 2 Tage draußen und die wissen sofort alles, haben schon zig Stunden rein investiert und ich nehme gerne Hilfe an, so ist es nicht, aber ich möchte gerne so spielen, wie mir das Spaß macht, sag ich mal, ja, und euch auch beim Zusehen. Und da brauche ich nicht Leute, die sagen, du musst jetzt das machen, du musst das sammeln, dann kriegst du das und das und das. Und oh, das kann ich nicht. Das ist ja genau dasselbe. Ich empfehle ja auch niemanden, irgendwie ein Auto zu kaufen. Du musst jetzt das Auto kaufen und dazu kaufst du noch den Fernseher. Ich mag sowas nicht. Dazu muss ich ja auch erstmal wieder zum Planeten kommen und zu sammeln. Ja, das stimmt. Erstmal sammeln.
Da hast du recht. So. Nee, aber wie gesagt, es geht einfach nur darum, jeder spielt ja, ich sag mal, ich mache ja auch niemanden irgendwie, schreibe ich jemanden vor, wie er zu spielen hat. Das meine ich halt damit. Das Spiel ist Hammer. Ja, das stimmt, Flächenfango. Sorry, war vorher kurz weg, da mein Tablet kurz hängen geblieben ist. Wenn du einen Moderator brauchst, bin ich schlicht zu deiner Verfügung. Ja, wie gesagt, können wir, schreib mich einfach mal per Twitch an. Schreib mir mal privat. Und dann machen wir das. Dark Planton, Hallöchen, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show, einen wunderschönen guten Abend. Ja, mein Gott, dann gehen wir mal. Boah, das ist so schön hier. Ich werde mal unsere Lebenserhaltung, unser Atemgerät, unseren Sauerstoff wieder auffüllen. Dann haben wir ein bisschen Ruhe. So. Wir sind immer noch auf der Wohlfühloase. Okay, soll ich dir auch meine Handynummer... Nee, es reicht erstmal über Twitch. Einfach über Twitch eine Nachricht schreiben. Und dann machen wir das mal. So. Ja, natürlich. Natürlich suche ich noch Moderatoren. Klar, selbstverständlich. Klar. So. Hui. Ich bin gespannt, was uns im Unterschlupf erwartet. Ich lass mich da sehr überraschen. Da hinten ist auch schon wieder irgendwas. Da ist irgendwie... Ich suche ja immer noch eine Basis, wo wir unser Schiff rufen können. Auch noch. Auf der PS4 ist der Stream Mist geworden. Auf Tablet ist Qualität besser. Echt? Ist auf der PlayStation Mist? Also hier über den PC ist... Was? Das Wort Hirig? Oh. Ein neues Wort haben wir gelernt. Auf dem PC ist es hier eigentlich angenehm. Also auf der PlayStation kann ich sagen. Dann liegt es wahrscheinlich an Sony oder so. Weil hier ist Top-Quali. Aber echt, ist es auf der PlayStation echt mies? Gut, ich habe ja gesagt, also wenn es manchmal ein bisschen pixelig wird, liegt es manchmal auch an den Farben. Weil das Spiel ja so farbenfroh ist. Und dann kommt der Stream nicht hinterher. Aber wenn es Tablet, Handy und PC gut ist, dann... Ja. Nee, ist alles super über PS4. Okay. Oh. So unterschiedlich ist das. Kann man mal sehen. Das ist... Was ist das denn da hinten? Tafel... Waren wir nicht schon an der Tafel gewesen? Okay, ich bin... Oh Gott. Eieieiei. Ich glaube, liegt an Unity Media. Das kann auch sein. Nee, ist okay. Aber muss den TV noch etwas anders einstellen. Ach so. Ja, wie gesagt, wenn ein Spiel mehr Farben hat, zum Beispiel auch bei... Far Cry war das so gewesen, bei Far Cry Primal, da war das auch so unheimlich krass, weil das so bunt war, das Spiel, und da war gerade irgendwie hinter uns, und da war das auch, da kam der Stream auch nicht hinterher mit den ganzen Farbberechnungen. Da ist er wieder, ja, hi Jerome, grüß dich, ja. Hast mich ja nicht vertreten, hast ja nicht Bescheid gesagt, weil viele nachgefragt haben, was los ist, und viele wussten nicht, was Ambach ist. Aber egal, hab ja alles aufgeklärt. So. Das könnte Iridium sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schauen mal. Das könnte... Ist das... Ja, Iridium. Ich hab's mir gedacht. Weißt du, die ganze Zeit auf dem Startplanet, wo ich war, finde ich nicht einmal Iridium. Und hier en masse. Ne? Mini-Laser! Vielen lieben Dank für dein Follower. Oh, das ist super lieb. Danke dir. Und willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag... Ich habe schon gerade das Telefon klingelt. Jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Gibt's hier den Stream? Na, und wieder nur eine kleine Mini-Basis, aber... Das ist der Unterschlupf, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit dem Jetpack geht's eigentlich einigermaßen. Da kann man... gut abspringen. Ich baue nochmal so ein Überbrückungsschip, weil anscheinend brauchen wir den gleich nochmal. So. Gerne. Ja, supi. Vielen lieben Dank. So. Ziel erreicht. Dann machen wir das mal. Lecker Kölsch. Mmh. Oh, lass es schmecken. HSV und Prost. Zum Wohle. So. Machen wir mal einen Außenposten. Vielleicht finden wir ja was Größeres an Basen, wo wir dann unser Schiff rufen können.
Und wie lange wir schon auf diesem Planeten... Oh, Operationszentrale. Das klingt aufregend und spannend. Vor allen Dingen bin ich sehr gespannt, dass, ob wir da vielleicht irgendwas finden. Was Interessantes. So, gehen wir mal hier gucken. Hier haben wir wieder eine neue Technologie. So, Aufprallschaden, Tau. Schüsse des Blitzwerfers verursachen beim Schlag weitaus mehr physischen Schaden. Oh, das ist geil. Alter Schwede. So, jetzt können wir die Konsumzeit aufbessern, aber ansonsten ist hier nichts. Was ist ein Kölsch? Bitte lecker, da kann ich auch Wasser trinken. Ja gut, jeder hat natürlich einen anderen Geschmack, ne? Das ist, jeder hat natürlich einen anderen Geschmack und das ist auch gut so. So, dann werden wir mal Richtung Operationszentrale. Wie weit sind wir denn eigentlich vom Schiff weg? Alter, 12 Minuten. Alter, um Gottes Willen. Überleg mal, 12 Minuten. Alter, 17 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live-Show. Ich mach mal hier ein bisschen dunkler, damit ich hier nicht so angestrahlt werde. Was ich vergeile fast schon ab No Man's Sky. Was? Warum? Was? Es ist schon echt, also wie gesagt, ich, ne, es gibt immer wieder Leute, wie gesagt, die mögen Spiele nicht, ist auch gut so. Ne, es muss ja nicht jedem gefallen. Und, mir macht's mega Spaß, ich mag so Erkundungstouren. Und, wie gesagt, die eine Seite mögen es, die anderen mögen es nicht, ist auch gut so. Nur, was ich halt nicht verstehe, ist halt die Leute, die sagen, langweilig! Du läufst ja nur rum! Und passiert nichts, keine Action, kein Bum 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 Bum! Muss es denn immer sowas sein? Genieß das doch einfach mal. Und schau einfach mal zu und... Man kann ja so die Zeit vergessen in diesem Spiel, das ist... Ich weiß, ich kann es schlecht beschreiben. Bin ich ganz ehrlich, es ist einfach... Man muss einfach mal selber gespielt haben, um auch so ein bisschen, wie ich schon sagte, vorhin... die Dimensionen mal so ein bisschen vor Augen zu halten, ne? Für mich brauchst du keinen Geschmack. Ich habe auf der Arbeit jemanden kennengelernt, der auch PS4 zockt. Der ist 72 Jahre alt. Ja, geil. Cool. Warum... Hau ab, Alter. Geh weg. Lass mich. Du sollst mir einfach in Ruhe lassen. Boah, ich freue mich so auf die zwei neuen Horrorspiele Ende des Monats, Alter. Das ist so... Das wird so böse. Es gibt sogar Planeten, glaube ich, wo gar keine Lebensform gibt, meine ich zumindest mal gelesen zu haben. Weil hier... Oh, wie... Oh, ist der süß. Warte, bleib hier. Warte, wo bist du? Man sieht ihn gar nicht im Dickicht hier. Oh, ist der süß. Warte. Wo ist er hin? Warte doch mal. Warte doch mal. Na. Oh, ist der süß. Oh, ist der süß. Boah, der ist voll niedlich. Boah, der ist voll niedlich. Kann ich den scannen? Gisela. Das ist Gisela in klein. Ich werd bekloppt. So. Bei mir läuft Kölsch. Mein Vater ist auch 64 und spielt PS4. Ja. Es ist, ich finde generell, Gaming ist, Gaming hat sich so stark nach vorne entwickelt. Also mittlerweile zockt ja schon fast jeder. Und ah, voll am Freuen. Was hat er denn da? Was ist das denn? Substanz? Oh, Kryonit. Geil. Kannst du noch mehr Kryonit finden für mich, kleiner Mann? Voll süß. Ich mag Züge. Nee, aber auch, wie gesagt, es zockt ja mittlerweile vom ganz normalen Angestellten bis zum Banker, bis zum Müllmann. Ist ja jeder am Zocken mittlerweile großartig, ne? Das ist nicht mehr so eine Randgruppe, wie es früher war. Oh, der ist so süß. Oh, geil. Noch mehr. Omegon. Oh, wie geil. Das bringt bestimmt richtig viel, wenn wir es verkaufen. Wir müssen nämlich auch zusehen, dass wir mal so langsam dann Sachen verkaufen. Hallo? Kann ich ihn nochmal füttern? Ich hoffe, Tom... Was? Ich hoffe, The Tomorrow Child kommt bald. Oh ja, das war auch so... Das hatte irgendwie... Wir haben nichts verstanden, nur so langsam, so peu à peu. Aber das hat so viel Spaß gemacht. Das ist auch so...
Keine Ahnung, ich bin sehr gespannt. Haben wir das schon? Das haben wir schon. Wo ist er denn jetzt, der Kleine? Da hinten. Mein Vater hat leider Parkinson. Oh, das tut mir leid, HSV-Fan. Das, oh Mann. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich hatte heute auch die letzte Kundin, wo ich heute gewesen bin von der Arbeit. Die hat im Krankenbett gelegen, im Pflegebett gelegen. Hier Schläuche angeschlossen, rechts Monitor, links Monitor am Röcheln und boah, das ist so. Puh. Aber ist halt mein Job, ne? Da musst du rechts rein, links raus, weil wenn du das mit nach Hause nimmst. Das ist nicht. Du bist so süß. Dankeschön. Schreibt ihr dann über PSN nochmal? Ja, genau. Ich muss eine Pause einlegen nach 16 Stunden Zocken. Ja, das glaube ich dir gerne. Ja, das glaube ich dir sehr gern. So, jetzt sollen wir den Kleinen mal da lassen. Das hat mich gerade ein bisschen gewundert. Das ist echt oldschool. Damals bei den Shootern, bei den allerersten früheren Shootern oder sonstigen Spielen war das so gewesen, dass man eine Textur hatte und immer jemand dem, wie man sich bewegt hat, ist die Textur mitgegangen mit dem Bild, dass man die immer vor sich hatte. Und so ist das hier auch. Ist ein bisschen oldschool-mäßig. Man sieht ja, dass sie sich mitdrehen. Ist ein bisschen oldschool, muss ich sagen. Ist, glaube ich, ist das hier auch? Ist hier auch, ne? Aber nun gut, mein Gott. Da kann man drüber wegsehen. So, wo war denn jetzt hier der... da müssen wir lang, genau. Da ist die Operationszentrale. Ja, gut. 7 Minuten circa was zu quatschen. Oh, was haben wir denn? Ja, genau. Nix verstanden und Stunden im Spiel verbracht und tierisch Spaß gehabt. Ja. Meinst du jetzt noch mit Sky oder? Ach so, wegen Tomorrow's Child. Ja. Genau. Es ist echt, wir haben nichts geschnallt, aber es hat irgendwie trotzdem Spaß gemacht. Vor allem auch dieses Zusammenarbeiten fand ich total geil. Jeder hatte so seine Aufgabe und jeder hat dann so zum Bus halt transportiert und alles und das war irgendwie schon geil. Das war schon, um die Stadt irgendwie am Laufen zu halten, das war schon mega. Dann wieder Strom herstellen. Es hatte irgendwie was, das hat echt Spaß gemacht. So. Alter, 16 Zuschauer, ihr seid wahnsinnig. Vielen Dank und Dankeschön. So. Da bin ich jetzt mal gespannt bei der Operationszentrale. Ich schaue mich zwischendurch mal ein bisschen um, ob wir irgendwas... Oh, wie hübsch das hier ist. Also was bei dem Spiel wirklich noch fehlt, dass man auf dem Planet sich irgendwie so ein Häuslein bauen kann. Irgendwie so ein kleines Lager, das wäre noch top. Das wäre dann perfekt, dass man hier ein Häuschen baut oder so. Hier ist meine Wohnung, hier bleibe ich. Wenn du meine Handynummer brauchst, dann sag Bescheid. Nein, ist nicht vonnöten. So. Das ist aber echt hübsch, ne? Ich bin echt überlegen, ob ich in den Vollbildmodus gehe. Weil den Chat sehe ich ja so oder so. Das müsst ihr aber dann entscheiden, ob ich hier also Cam lasse ich auch an. Also Kamera bleibt an, aber nur der Chat geht aus. Weil ich finde, dieses Spiel ist einfach das... Das muss man echt atmosphäremäßig, muss man das irgendwie im Vollbild eigentlich genießen. Aber das, wie gesagt, die Entscheidung lasse ich bei euch. Ist das Wasser? Ne, das ist Schatten, ne? Die Entscheidung lasse ich ganz bei euch. So, mal einfach mit Papa einbechern ist nicht mehr. Ja, das glaube ich dir gern. Das glaube ich dir gern. Was ist das denn hier? Kohlenstoff. Haben wir, warte mal, ich kann ein bisschen Kohlenstoff mal abbauen gerade. Weil wir brauchen ja für den Anzug ein bisschen Kohlestoff. Obwohl ich ja eigentlich ungerne was zerstören möchte, weil die Welt ist einfach so schön. Die Welt ist einfach so schön. Ich habe auch keine Lust hier von... Alter, willst du mich verarschen? What the fuck? Da weiß man gar nicht, wo man hingehen soll. Besen bauen kommt noch. Ja, das wäre mega. Das wäre so geil. Weißt du, so ein Mini-Lager, wo man vielleicht noch ein paar Gegenstände platzieren kann, wo man dann später mit dem Schiff hingelangt und so. Boah, das wäre so krass. Alter, wie geil. Mist, wäre der sentimental gerade. Ah, oh, das tut mir leid. Das, ja.
Wie ist das denn? Sollen wir denn in Vollbildmodus mal spielen? Oder, also wie gesagt, ich bleibe mit der Kamera, bleibe ich da? Oder, Alter, wie geil das hier einfach ist. So, guck mal, da ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Wir können apropos mal gucken, ob wir hier bei dem Multi-Werkzeug, können wir hier ein anderes Laservisier bauen? Ich würde das gerne mal... Wahrscheinlich nicht, ne? Das haben wir schon... Platin fehlt uns da. Okay, dann baue ich das nochmal wieder ein. Okay. Du kannst dann... Was? Du kannst dann auch... Weiß aber nicht, ob das stimmt. Auch sollen kommen, dass man mit Freunden die Welt erkunden kann. Zweifel aber daran... Basenbau. Mit Freunden erkunden glaube ich eher nicht. Also das glaube ich eher nicht, weil die hatten ja generell gesagt, es ist ja online und aber jemanden zu treffen ist sehr schwierig. Und Basen bauen, keine Ahnung, habe ich noch nichts von gehört. Könnte ich mir aber gut vorstellen, dass es vielleicht irgendwann kommt, so ein bisschen nur so minimalistisch halt. So, es reicht ja nur so ein kleines Lager, wo man kurzzeitig vielleicht Gegenstände absetzen kann. Zum Beispiel, ich bin jetzt hier unterwegs. Mein Rucksack ist voll, ich baue hier ein kleines Minilager, ne, um die Nacht vielleicht hier zu verbringen, lege hier ein paar Utensilien ab und gehe dann irgendwo, keine Ahnung, 2 Kilometer in die Richtung, hol mein Schiff und hol dann die Sachen. Alter, das ist doch nicht normal. Ich bin genau am Grand Canyon mal wieder hier gelandet, um da hinten hinzukommen. So. Flexi, viel Spaß noch. Ich muss weiter zocken. Voll süchtig macht noch was geil. Ja, das stimmt, ist es auch. Jetzt muss ich echt hier da außen rumlatschen. Oh Gott. Okay, ich werde mal einen schnellen Schritt einlegen. Boah, wie cool das aussieht. Also wie gesagt, schreibt mir das ruhig mal, ne, mit dem Vollbildmodus. Schreibt das ruhig mal rein, ob ja oder nein, ob wir machen. Bitte lass das eine Basis sein, bitte, lass das eine große. Jimsi-Morast, aha. Ich kann hier bestimmt nicht... Doch, ich kann mein Schiff rufen. Geil. Jawohl. Trotzdem fliegen wir aber da hinten nochmal zur Operationszentrale gleich. Aber erstmal möchte ich hier ein bisschen nochmal erkunden, bevor wir gleich unser Schiff rufen. Alter, 20 Zuschauer, ihr seid wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. So, kampfverstärkter Tida verliert beim Bergbaustrahllaser deutlich mehr Zerstörung... Was? Verleiht? Achso. Dem Bergbaustrahl mehr Laser durch die Zerstörungskraft im Kampfeinsatz. Das ist gut, das können wir gut gebrauchen. So. So, habe ich noch so ein... Nein, habe ich nicht. Kann ich noch so ein Überrückungsschiff bauen? Inventar ist fast voll. Machen wir das mal eben. Hui! So, machen wir nochmal einen Monolith oder machen wir nochmal einen Unterschlupf. Ich glaube, Unterschlupf ist auch ganz interessant. Unterschlupf entdeckt. Bei dem Unterschlupf sind wir gerade. Den er entdeckt hat, das ist natürlich super. Guck mal, wie weit weg wir vom Schiff sind. 11 Minuten. Ich speichere mal eben. Was für neue Horror-Game kommen denn noch Ende des Monats? Es kommt... Alter, das ist gerade laut. Ein Horror-Game habe ich ja schon angekündigt. Das ist dieses Diner-Dingen, was ich auf Facebook gepostet habe. Das andere werde ich nicht verraten. Ja, ein müsst ihr euch überraschen lassen. Das andere habe ich halt angekündigt. So, da müsst ihr euch einfach überraschen lassen. Die werde ich beide live let's playen. Also hier im Stream natürlich. So, und kommen beide am selben Tag raus. So, auf den Bildern sieht man, dass das Observatorium einst ein Kriegsgebiet war. Zerstörtes Metall, verbrannte Mauern und die starken verwesten Leichen von einem Dutzend riesiger Lebensformen zeugen von einem brutalen Feuergefecht. Jetzt ist es wieder funktionstüchtig. Was auch immer geschehen ist, es muss passiert sein, bevor die Signal auf dem Bildschirm auftauchte. Vielleicht kann ich es entschlüsseln, wenn ich den korrekten Code eingebe. So, was haben wir denn da? Das nächste müsste eine 7 sein. 7398 müsste es sein. Jawohl. Prost zum Wohle. Auf deinen Papa, HSV-Fan. Auf deinen Papa. Resident Evil 4? Was?
Resident Evil 4 habe ich damals auf der Wii war das auf der Wii? Nee, auf dem Gamecube, glaube ich, war das. Das war doch das mit Leon, ne? Voll geil. Voll geiler Teil. Nardwo Games, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und vielen, vielen lieben Dank, vielen herzlichen Dank für deinen Follower. Das ist super nett. Dankeschön. So, dann gehen wir mal unser Schiff rufen. Ich hoffe, ich glaube, ich brauche da auch ein Links für, ne? Ein Überbrückungsschiff, oder? Ja. Ich hoffe, wir können noch einen bauen. Ja, können wir noch. Genau, Gamecube war es, genau. Irgendwas ist hier und will mich angreifen. Ich habe keine Ahnung was. Ich lande mal auf mein Schiff und dann kannst du mich mal. Da hinten, das... Was ist das? Nee, der hier. Ich würde gerne scannen, aber der ist so weit weg. Der ist, glaube ich, auch bösartig. Mhm. Temperament pirschend, okay. Ich glaube, der ist böse. Oder? Ja. Ja. Ciao. So, hier kriegst du mich nicht. So,